trollen. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen uns gegenseitig schützen, weil ich weiß ja nicht, wo der Zwerg hier hinrennt. Und ich muss... Mann, die Dinger nerven hier. Die kannst du... In die Tonne kloppen hier, diese Schwanzlutscher. So, ob dieser Fette kommt da. Also, wenn der einmal schlägt, kann ich nicht ausweichen, weil ich irgendwie... Alter, will der mich verarschen? Das war so ein kleiner Assi-Ficker. Das ist der Zwerg, macht schon. Ja, weißt du, ich bin unsichtbar mit meiner Attacke und er kann mich schlagen. Ja klar, man kann dich ja treffen. Ist ja unsichtbar. Alter, das Ausweichen kotzt mich gerade an. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Alter! Ey, diese kleinen Assi-Kinder, Alter. Ich würde gerne den Kopf abreißen und reinscheißen, Alter. Ganz ehrlich. Damals ist ja schon wieder aufgestanden hier. Auf Leben. Da ist ein Kreis. Jetzt liege ich. Ja. Was? Ja, der Zwerg macht. Geht schon zu dir. Ich lenk den Großen ab. Oh, ich habe gerade zwei auf einmal getötet gesehen. Nee, ich muss mich verteidigen. Ey, das gibt's doch nicht! Diese Kleinen hier mit den zwei Schwertern, die machen uns Schaden! Alter, das gibt's doch nicht! Was machst du da oben schon wieder? Ich habe mit dem Bogen geschossen, Mensch! Alter, wenn ich ausweiche, treffen mich die Schwuchtel anderen! Oh, ich könnte ja ausflippen, Alter. Mensch, hier steckt den Zauberding im Arsch. Vielleicht sinkt er dann mal ein bisschen. Was geht denn jetzt ab? Ja, jetzt kommt Gandalf mit seiner Waggy-Band. Gandalf mit seiner Waggy-Band. Na, mit seinen 5000 Watt Base-Maschinen. Geht voll ab, Alter. Ah, finaler Schlag. Es gibt hier schöne Steinmetzarbeiten. Wenn du Leben brauchst, heile dich hier auf. Auf Erfahrung so. Es gibt hier schöne Steinmetzarbeiten. Alter, wen interessiert das? Keine Ahnung. Beleram! Beleram! Nee, was sonst? Was brennt denn da immer? Ich denke ja, aber seine Wunden sind tief. Das ist eigentlich mein Stab. Sieht nur komisch aus gerade, weil er nicht im Bild ist. Aber die Flammen schon. Ich übernehme hier. Geh zu meinem Vater und erzähl ihm, was passiert ist. Ich hab halt einen heißen Atem. Das ist wenigstens mal eine gute Nachricht. Er wurde im Kampf verwundet, ist aber noch auf den Beinen. Geht schnell hinein und sprecht mit ihm. Kriegen wir wahrscheinlich wieder ein Geschenk oder sowas. Ich liebe Geschenke. Soll mal eine Rüstung geben mit 2000 Def? Soll mal eine extrem starke Rüstung geben hier. Gesundheit. Hast du die Kisten schon aufgemacht? Naja. Hat sich nicht wirklich gelohnt, war nur eine goldene Kette und ein paar Münzchen. Ja. Ja, ich bin fertig. Ja, ich habe am meisten Schaden bekommen, war klar. Lipton, Eistee. Mal stehen wir von Nordinbad tief in eurer Schuld. Ohne eure Hilfe hätten wir nicht ausgehalten. Der Feind ist besiegt. Aber zu einem sehr hohen Preis. Unser Freund Beleram ist schwer. Was, der Feind ist besiegt? Ich habe meinen Leuten bereits befohlen. Kann es doch noch gar nicht gewesen sein. Er wird die beste Pflege erhalten, die wir bieten können. Denn es ist sicher, dass wir ihm unser Leben verdanken.
Aber was ist mit Urgost? Ihr wollt euch um ihn kümmern. Habt ihr ihn gefunden? Wir haben uns zwar um den Drachen gekümmert, aber nicht so, wie ich es mir vorstellte. Wir haben erfahren, dass Agandar ihm Nordinbad angeboten hat. Aber wir boten ihm Agandars Stützpunkt an. Die Festung Khandum. Khandum? Die alte Festung des Hexenkönigs von Angmar? Ja, wir hätten wissen müssen, dass Agandar diesen verfluchten Ort wieder besetzen würde. Wenn Urgost dieses düstere Loch unbedingt will, so soll er es haben. Aber vorher müssen wir uns um Agandar kümmern. Ja, und so führt unser Weg jetzt nach Khandum. Eine solche Reise wird lang und beschwerlich, und der Verlust der Adler bedeutet, dass ihr zu Fuß gehen müsst. So sei es also. Zum Wohle aller freien Völker muss Agandar sterben. Ich kann auf keine Krieger verzichten, um sie mit euch zu schicken. Die Kräfte von Nordinbad sind so gut wie verbraucht. Doch es wäre mir eine Freude, wenn ihr dies hier nehmt. Es sind Erbstücke meines Hauses. Die beste Arbeit meines Volkes, seit Generationen weitergegeben. Es ist schwer, sich von ihnen zu trennen, aber euer Kampf ist unser Kampf und deshalb gebe ich sie euch gern. Nehmt, was ihr wünscht und mögen sie euch helfen, die Gefallenen zu rächen. Hab ich doch gesagt, dass wir was kriegen, Alter. Ich hab doch nicht gesagt, dass wir nichts kriegen. Lol, was nehme ich jetzt davon? Moment, Statuspunkt. So, jetzt habe ich einen Statuspunkt, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Oh, ich mach das. So. Bist du hier, um was zu kaufen? Ja, ich bin da, um was zu kaufen. Bist du hier, um was zu kaufen? Nö. Ein Schild brauche ich zum Beispiel gar nicht. Oh, das ist eine gute Rüstung. 280 Haltbarkeit und 237 Dash. Aber hat aber keine Slots. Ich bin nur ein Trottel, Alter. Was mache ich hier? Das Ding ist auch nicht schlecht. Ich glaube, die sind alle gleich. Die haben alle keine Slots. Ich glaube, ich nehme das Schulterstück. Hat 25 Schaden. Meins hat einen Slot. Was haben wir jetzt eigentlich von dem gekriegt? Wie, von wem was? Von dem Typen haben wir irgendwas gekriegt. Ja, eine Truhe sowas. Ja. Ich bin gerade dabei, die Sachen, die ich nicht brauche, zu verkaufen. Mit nur noch ein paar Tränke. Sicher ist sicher. Mal was in Reserve hat. So. Das da eigentlich. Das ist ein Respect-Token. Ach, ich weiß was. Respect-Token, das ist doch schon der Name. Respect-Token. Ja, das ist mit den Special-Dingern, also den Fähigkeiten zurücksetzen. Stimmt. Naja, dann repariere ich nochmal schnell meine Sachen. Auch wenn es nur ganz gering ist, aber. So, ich bin fertig. Ich auch gleich. Aber sieht's ja anders aus jetzt. Eingestürzt, oder? Ach stimmt, das war ja die Festung, die angegriffen wurde. Du bist ein Lappen, ey. Du bist ein Lappen. Soll ich mal mich über dich lustig machen? Mach doch. Ess ein Stück Pizza. Guten Hunger. War leider kalt, aber naja. Schade, dass echt immer das leckerste Essen fett macht. Ja.
Gut, Bananen, Äpfel schmecken auch, aber nicht so sehr wie Schokolade, Pizza oder Döner. Warte mal, Steine weghauen. So. Mal reparieren noch. Wir verdanken dir und. So, los. So, warte, ich hole mir nur noch schnell ein Schild, dann bin ich ausgerüstet. Boah, du kannst einmal nerven, ey. Du kannst einmal nerven. Das ist doch schlimmer als eine Frau. Ja. Definitiv. Mal wissen, was die Alte drunter trägt. So, los. Ich bin schon unten, du Trollo. Schlachtenlärm. Dann wurde Nordinbad gerettet. Ja, Nordinbad hat standgehalten. Der Feind hat sich zurückgezogen. Wie lange bin ich hier schon in diesem Zustand? Nicht lang. Ruh dich jetzt aus. Du hast ganz ordentlich was abgekriegt. Wo sind Barantor und Armenel? Unsere Freunde waren unter denen, die in der Schlacht gefallen sind. Sie starben tapfer. Das Volk von Nordinbad wird ihr Opfer niemals vergessen. Wie auch wir nicht. Deine Worte sind freundlich. Und ich danke dir dafür. Doch trotzdem sind meine Freunde tot. Und noch schlimmer, sie starben unter meinem Kommando. Das ist eine schwere Bürde. Doch was ist mit Agandar? Wurde er auch in der Schlacht getötet? Oder lebt er noch? Agandar war nicht hier. Ich wette, der versteckt sich noch immer in Kardu. Dann müssen wir dort nach ihm suchen. Armenel und Barantor müssen gerecht werden. Das ist unser Plan. Wir bereiten uns schon auf die lange Reise nach Khandun vor. Dann muss auch ich mich vorbereiten. Ich kann euch nicht alle tragen, aber... Ja! Ah. Du musst dies nun uns überlassen, Beleram. Wir müssen schnell aufbrechen, bevor uns Agandar erneut entkommt. Ja, es ist offensichtlich, dass ich euch jetzt nicht begleiten kann. Und wenn ihr zögert, könnten noch andere sterben. Ich möchte dafür nicht verantwortlich sein. Geht mit meinem Segen, Freunde. Das Volk von Nordinbad hat geschworen, dich wie einen der ihren zu pflegen. Ruh dich jetzt aus und erlange deine ganze Kraft zurück. Leb wohl. Ja, leb wohl, Beleram. Ich würde sagen, noch mal schnell Sachen reparieren, oder? Wäre nötig. Wäre möglich. Ich glaube, das wäre nötig. Achso. Du hast Nordinbad gerettet, ohne Frage. Mal gucken, ob er wieder irgendwas vertickt hier. Es gibt hier viel zu tun, aber zu wenige Leute um. Es war eine Ehre für Nordinbad. Ich wusste nichts von den Dunandern. Bist du hier, um was zu kaufen? Genau, ich keinen Schaden gemacht habe. Auch nur Haltbarkeit 25 von 25. Genau so, Alter, was habe ich für Waffen drin? Warte mal. Das Ding hat 80 von 80. 70 von 70. Denkst du auch dran, diesen Zwerg Waffen und Rüstung zu geben? Welchem Zwerg? Ja, den NPC? Voll verplant. Scheiße. Ich hab grad nichts mehr, oder? Ich guck mal.
Was ist denn das? Ein Champion, ja? Ja, ich glaube. Nee, kann ich nicht geben. Ob ich das geben können? Ja. Eine neue Waffe gegeben. Rüstung. So, was habe ich noch? Welchem Zwerg? Ja, unseren Zwerg. Hab den schon was gegeben, so. Der hat sich so ausgerüstet damit. Ich glaube, die Waffe. Der rüstet sich ja nur mit das Beste aus. Ja. Das ist klar, ne? Einfach alles dem geben, der hat anscheinend unendlich Platz. Der wird schon das Beste auswählen. Ich ziehe mal mein Schwert rein. Voll der lange Klopper. Mhm. Abfahrt. Das ist ja einer müde. Verstehe ich nicht, Alter. Ich schlafe wie noch, ey. Immer abends um die Zeit. So, jetzt kommt Calm Doom. So, Leute, Calm Doom. Top die fette Grillt. Das sieht ja geil aus. Besser als Saurons Turm. Das auf alle Fälle. Mal in der Minecraft nachbauen. Viel Spaß. Ja, wenn du keine Freunde hast und Langeweile hast, machst du sowas. Ey, da schwebt irgendwas in der Luft. Weil ich hab's auch gerade gesehen. Gefallen zu tun. Der Berg, den ich nicht erklimmen kann. Das ist die Herr der Ringe Drohne. Zack. Na, ich denke, auf dem Weg werden wir nicht zurückgehen. Aber du hattest recht, Eradan. Auf dieser Route gibt es keine Wachposten. Kein Wunder. Wir können nicht darauf zielen, lange unbeobachtet zu bleiben. Kommt, lasst uns einen Weg in diese Festung hin. Ja, was ist denn da? Oh, was habe ich denn unter den Beinen? Sieht aus wie ein Grafikfehler. Das ist auch ein komischer Eingang hier, über ne? Über diesen Kanal werden die Abfälle der Festung entsorgt. Aber das Kanal habe ich gerade anal verstanden. Ich glaube nicht. Es scheinen Menschen von Kandu zu sein, die von einer Art Wahn gefallen sind. Sie würden uns vernichten. Ja, ein schöner Eingang. Und rote Farbe. Was ist denn jetzt gemacht? Du schon wieder hin? Ach, du bist hinter mir. Ich dachte, du warst vor mir. War ich auch, aber du rennst ja immer an mir vorbei. Nee, ich hab dich gerade gar nicht gesehen. Es so geht bei ihm ab. Ja, wenn du nur die ganze Zeit eingesperrt wirst, ich glaube, dann wirst du auch so verrückt. Du hast keinen Fernseher, nichts. Ich habe ihn abgeschossen. So, hier hängt ein Wildschwein oder so. Voll die Mongos, Alter. Hä? Wieso sind die jetzt umgefallen? Ich bade mich mal im Blut hier. Hä, wo bist du mir lang? Nee, hinter dir. Schnauze halten da. Oh, Alter, ich hasse. Guck mal, was der für eine Keule in der Hand hat, Alter. Das sieht übelst eklig aus. Ja, die muss man fachgerecht einführen. Bei Fragen und Risiken fragen Sie den Apotheker oder Arzt. Oder wie der Spruch geht. Ja.
Ne, bei riesigen Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Zurück! Brauchst nicht jede Kiste öffnen. Doch. Also Waffen oder so findet man, glaube ich, ganz, ganz, ganz selten in den Dingern. Wenn man überhaupt welche rauskriegt. Sieht ein Hebel, um das Tor zu öffnen. So, da kommt eine Muschi. Das ist für eine Kohle. Wo kommt die? Was geht bei euch ab hier, ihr Noobs? Du hast sie freigelassen. Ja, wusste ich ja auch. Ihr sterbt vor mir, Dämonen. Aber Tränke hätte ich nochmal von ihnen kaufen sollen. Ich hab wieder 29 Stück. Warum? Ich hatte doch vorhin bei den Wellen nur noch 9 oder Alter, so. Alter, der haut mich einmal, ich bin fast tot. Sieht irgendwie anders aus. Nicht so wie ein normaler Gegner. Da ist eine Kiste. Adler war drin und ein Helm. Bei mir ist eine Axt, Moria Kampfaxt. Bei mir war ein Adler drin, aber welchen Adler soll ich denn jetzt rufen? Guck mal, jetzt hat er meine Moria Kampfaxt drin. Ja, weil die andere jetzt schwächer geworden ist wegen Haltbarkeit. Der NPC, den nimmt immer die besten Sachen rein. Falls du mal Müll loswerden willst, kannst du auch einfach die Sachen geben. Oh ne, nicht die schon wieder mit den zwei Schwertern. Ich glaube, der war schon dreimal tot. Ja. Hat nur noch so rumgestöhnt. Mach mal den komischen Schein hier. Das ist immer, wenn du mal in einer Minute auf den nächsten übelst müde wirst. Ich glaube, ich muss ja mal Licht anmachen. Mach halt Schein. Du sollst einen Schein machen. Geht grad nicht, der muss aufladen, Mensch. Ich auflade. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Toll, jetzt machst du den, jetzt stehe ich da nicht. Geh da rein, Mensch, der bleibt fast 2 Minuten. Ich hasse dieses Geräusch, weißt du das? Ja. Ihr sterbt vor mir, Dämonen. Na, der eine hat auch erstmal einen Weitsprung hingelegt. Ah, was schießt denn hier? Ach, das ist der Typ da oben. Ach, ich dachte, was ist denn hier los? Pizza, Ibiza. Leute, die Tröte geht im Game los und mein Handy fängt an zu vibrieren. Ja,
Ich hab das Boten halt gefunden. Und ein gepanzerter Troll. Aus wie so ein kleiner Wikinger. Alter, warum kommt der Troll zu mir? Weil du einen Pups gelassen hast. Der hat das gerochen. Komm mal hier rein. Was, komm mal hier rein? Nö. Mach draußen alles putt. Ah, da ist ja noch einer. Nee, ach wirklich. Mach erstmal die Kleinen kaputt. Ich kann das noch nicht tun. Alter. Selbst die Kleinen machen Aua. Irgendwer liegt. Ja, der Zwerg. Und lesen, was da steht. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann den doch gerade nicht wiederbeleben, weil die alle hinter mir her sind. Das könntest du noch machen. Die Elbin ist am Boden. Schnell, hilf hier! Was, du liegst? Ich habe gesagt, das könntest du machen. Ja, ich weiß, aber er sagt hier gerade, die Elbe liegt am Boden. Was? Er hat gesagt, die Elbe liegt am Boden. Nö. Weil ich gerade umgekickt wurde. Wo ist er hin? Gut. Oh, jetzt viel Schaden, ey. Mensch, steh doch mal schneller auf. Ruhe. Mein Inventar ist voll. Was deiner? Ah, ich bin schon wieder Level up, Alter. Gerade geworden. 22 oder was? Hm. Ja, wir haben noch voll viele Nebenquests. War Silber kehrt zu Arwen nach Bruchtal zurück. Das können wir auch nochmal einmal machen. Bevor wir das hier dann endgültig beenden. Bringt die Atelas zu Silana an der Sandfurt und bringt zusätzliche Waffen zu Otto Asta. Das mache ich jetzt mal. Wollen wir das mal machen alles? Die Nebenquests fertig machen? So viel müssen wir jetzt auch nicht machen. Ja, ich will die Nebenquests aber jetzt wenigstens einmal fertig haben. Drei Stehweiche finden wir gut, die sind. Oh, Wahnsinn. Der macht ja richtig Damage. Jetzt mal ich bin ein bisschen mehr Schaden. Ja, bleibt mir ganz sportlich. Ihr müsst wissen, der Tobi sagt immer, bleibt ganz sportlich. Das heißt, bleibt ganz locker. Und dann sage ich, bleib mal sportlich. Ich will ihn aber nicht erschlagen. Oh.
Das weiß ich von Sergeant Drumpel, dass hier eine Kiste ist. Da auch nicht schwer zu übersehen. Warte mal. Warte mal. Aua. Hey, ihr Kleinen. Fick auf, Alter. Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht. Mach ich weniger Schaden als mit der anderen Waffe. Da haben die nur eine große, so eine hohe Def. Jetzt kommen die Großen. Laut der mir meinen Kill. Das war meiner. Er ist schon tot. Nee, noch nicht ganz. Klar. Der ist schon umgekippt. Er hat schon seine Mutti verabschiedet. Nee, Spaß. Denk dran, bei Notsituation immer frisch deinen Schlüpper ab. Ey, da hinten, oder? Oder was ist da drinne? Hier ist deine Mutti. Du das ist bei dir immer da hinten. Du weißt, was da hinten heißt. Ja, kann auch da sein, überall. Ich muss mal eine Runde verkaufen. Ein Naschkuhl. Kommt der denn her? Keine Ahnung, der ist bestimmt eigentlich. War ja gar kein Pimmel. Du wieder hinguckst. Der Zwerg hat dich umarmt. Jo, schön. Und schon wieder verletzt. Hast du einen Nupfen? Kann auch plötzlich wieder stehen. Da steht das nämlich. Da du einen Respekt-Token kaufst. Wir müssen ganz nah sein. Bleib zusammen!
So. Argandar. Ist es möglich? Dieselben drei Schwächlinge, die sich in Fornost hinter den Elben versteckten? Ihr seid es, die mir gefolgt sind und meine Pläne durchkreuzten? Ja, und wir haben jeden deiner Schritte vereitelt. Das Einzige, was ihr getan habt, ist, meinen Zorn zu vergrößern. Wegen eurer Frechheit soll mein Sieg über den Norden umso grausamer sein. Solche Drohungen stärken uns nur, du Monster. Komm und stell dich und sag an da. Du hast einiges zu verantworten. Ihr Narren. Ich habe vom dunklen Herrscher persönlich gelernt. Ich bin Saurons mächtigste Waffe im Norden. Ihr rennt nur in euren Tod. Ja, das wird spaßig. Viel Schaden. Ich habe nichts mehr. Die Verdorbenheit hier könnte uns nützen. So ein Ort wird wahrscheinlich nur lang bewacht sein. Dafür macht er auch ordentlich Schaden. Der hat mit einem Schlag die Hälfte abgezogen. Feuerhammer-Troll. Ja. Hat er den erstmal eine Laterne gezaubert? Laterne, Laterne, Sonnenmond und Sterne. Ja, der macht aber. Ganz schön Aua. Siehst du das? Hm. Passiert ganz selten. Mal gucken, was jetzt kommt. Ah, nicht diese zwei Assi-Ficker da. Da hinten ist Aganda. Alter! War doch wohl ein Scherz, oder? Achtet auf seine Füße! Da, auf der Brücke! Achtet auf seine Füße, der ist doch tot! Hä? Das peile ich jetzt gerade irgendwie nicht. Hä, der ist tot oder nicht? Ich hab ein forscherregendes großes Akma-Schwert an Akma-Schwert bekommen. Kannst du mir gerne. Warte mal, wie heißt das? Forscht-erregendes Akma großes... Akma-Klinge habe ich hier. Ich habe forscht-erregendes großes Angriffsschmied. Wie viel macht das? 268 bis 370.
Hat 25 Blitzschaden und eine Haltbarkeit nur von 40. Okay. Wenn du das nicht brauchst, kannst du mir das geben. Was soll ich damit? Ja, dann gib es mir. Ich kann Menschen nur kleine Einhänder nehmen. Ih, das sieht eklig aus. Aber ich nehme das. Aber ich nehme das, was jetzt am meisten Schaden noch macht. So, weiter geht's. Ja, warte mal kurz. Ja, ist schon zu spät. Oh oh, das wäre böse. Ja. Wollen nochmal gegen ihn kämpfen, wa?